Da ich die ganze Zeit rundherum schon überall Rasenmäher höre, Alter, muss ich jetzt auch. Nee, der Rasen hat's echt nötig. Ja, heute ist der 3.6., der 3. Juni 2011. Es ist Freitag. Und wir sind auf dem Weg zum Bus, um die Anna zur Arbeit zu bringen. Na, siehst du, manchmal kommen sie auch zu spät, die Busse. Ja, die Anna hatte gedacht, sie hat den 35er verpasst. Und da heute ein schulfreier Tag ist, tja, wäre der nächste erst, glaube ich, in 10 Minuten gefahren. Und plötzlich 38, kommt ein Bus um die Ecke. Der 35er, zu spät. Obwohl er komplett leer war, aber wird wahrscheinlich in die Gegenrichtung zu spät gewesen sein. Ja, dann wollen wir mal Kaffee machen und in den Keller zur Arbeit schreiten. Tja, da habe ich vorgestern noch so freudestrahlend erzählt, ich brauche nicht nach München. Tja, da wartet heute Morgen im Postfach eine Mail auf mich, die genau das Gegenteil gesagt hat. Ja, Sonntagabend fliege ich dann doch nach München. Und zwar nicht wie vorher geplant für 4 Tage, sondern tatsächlich so wie einzig möglich, doch nur bis Dienstagabend. Nicht, dass ich da allzu traurig wäre, mir reicht das eigentlich vollkommen aus. So, und da es Mittag ist, werde ich mal was Leckeres essen. Und zwar ist gestern von unserem Essen noch übergeblieben leckerer, quasi griechischer Kartoffelsalat. Sieht so an der Kamera nicht so gut aus, aber ist halt Kartoffelsalat mit Feta-Käse, Oliven und Ich glaube, ich werde auch wieder aus meinem Keller hier hochkommen. Es ist einfach so schön hier. Man kann so rausgucken, Sonne leuchtet, Gras muss wieder gemäht werden. Scheiße, das muss ich heute auch noch machen. Ja, sollte ich vielleicht nicht gerade in der dicksten Sonne machen. Mein Gott, ich werde noch so ein Sommerfreak. Fahr hoch. Ja, nichts, was ich nicht auch hier am Laptop erledigen könnte. In angenehmer Aufsicht und vor allem warm. Boah, ich weiß auch nicht, wieso ich so kalte Hände und kalte Nase kriege. Aber hatte ich eigentlich nicht gedacht. Naja, im Winter wird da doch ganz schön die Heizung laufen, denke ich. Joi. Freitags, also Freitagsthema. Ja, momentan hält uns zwar immer noch die EHEC-Seuche in Atem. Wir wissen eigentlich nicht, wo sie herkommt. Ne? Ich habe da ja die ganze Woche schon immer mal irgendwas zu gesagt, auch getwittert. Die Spanier waren es halt nicht. Ne? Letzte Woche an ungefähr der gleichen Stelle habe ich gesagt, na, wenn das mal kein Bumerang wird, es ist einer geworden. Ja, insofern ist das auch nicht das Thema. Das Thema, so ein bisschen hat sich wieder am Mittwoch schon abgezeichnet, ist natürlich Kachelmann. Wobei natürlich nicht die Person des Kachelmanns, sondern eher das Ganze drumherum. Weil, wie wir alle wissen, leben wir ja eigentlich in einem Rechtsstaat. Der hat so seine Macken an der einen oder anderen Stelle, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich auch ganz gut. So, und da gibt es dann immer Leute, die brüllen nach einer, Unabhängigkeit des Rechts und prangern vehement an, wenn irgendwo zum Beispiel der Geruch oder der Verdacht von Korruption auftaucht oder wo halt irgendwo mehr Recht gesprochen wird, als eigentlich sollte. Also wenn jemand ungerechtfertigt quasi Recht kriegt. Ja, und allen voran gibt es da eine Frau, die setzt sich normalerweise für Frauenrechte ein, ist da quasi große Vorkämpferin des Feminismus in Deutschland. Ja gut, wir wissen alle Schwarzer. Die ja interessanterweise als Prozessbeobachter für die Bild-Zeitung. Und ich meine, in dem Moment, wo ich das zusammen gesehen habe, Alice Schwarzer, Bild-Zeitung, in dem Moment hat sie für mich ihre komplette Basis demontiert gehabt. Ja, aber wie gesagt, sie ist eigentlich der Typ, der anprangert in dem Moment, wo das Recht nicht mehr unabhängig gesprochen wird. Jeder Richter ist nur sich selbst, seinem Gewissen und
dem Gesetzbuch verantwortlich und kann da, sage ich mal, frei entscheiden. Und genauso gilt es für alle der Justiz angegliederten Organe. Alle haben den Buchstaben des Gesetzes Folge zu leisten. Und diese Gesetzbücher, die haben auch Abkürzungen, das sind auch manchmal vier Buchstaben, aber die Buchstaben sind meistens nicht B, I, L und D. Ne? Also das, was da drin steht, das wäre manchmal gerne Gesetz, aber Gott sei Dank ist es das nicht. Ne? Weil dieser ganze Kachelmann-Prozess hin und her war ja eigentlich ein Medienspektakel. Und da kann man das tatsächlich den Häusern Boda und Springer in den Hals stecken. Sie haben quasi von Anfang an Kachelmann verurteilt, also draußen. Ich kann nicht entscheiden, ob er tatsächlich schuld ist oder unschuldig. Für mich ist er im Moment unschuldig. Einfach, was daran liegt, er wurde freigesprochen. Ob der Freispruch im Zweifel für den Angeklagten heißt, es wurde genauso zweifelsfrei nicht bewiesen, dass er tatsächlich versucht hat, seine Lebensgefährtin oder sonst irgendwen anzuklagen. Nein, der Witz war eben, ich habe das ja jedes Mal, ne? Information ist keine Nachricht mehr, sondern Ware. Und je heißer, je skandalöser, desto mehr Geld steckt dahinter. Und jetzt haben sie gesagt, naja, dieser Saubermann Kachelmann, ey, dunkle Seite, und jetzt hat er auch noch da wen vergewaltigt und wollte sie vielleicht abstechen oder sonst irgendwas. Ne? Und dementsprechend, ne, haben sie eins gewittert, Kohle, mehr nicht, es ging hier nur um Verkaufszahlen. Ja, da weiß ich genau, irgendwie, da kommt es schon, ne? Wir gehen voran, wir sind progressiv, wir kämpfen für Frauenrechte. Finde ich total super, für Frauenrechte kämpfen ist super, aber für Frauenrechte kämpfen im Gerichtssaal, wo es um eine ganz normale, sage ich mal, Gerichtsverhandlung geht, wo deren Ablauf vollkommen klar ist, da werden Beweise vorgelegt, da werden Gutachten vorgelegt, das eine sind Beweise für eine Schuld, das andere sind Beweise für eine Unschuld. Die Seite, die schwerer ist, gibt den Ausschlag, bumm, Verurteilung oder nicht. Ja, und wenn beide Seiten gleich schwer sind, verurteilen wir bei uns in unserem Land niemanden, Frau Schwarzer. Auch nicht, wenn Sie das schon getan haben. Und ehrlich gesagt, ich bin stolz darauf, dass etliche unserer Vorväter das genau durchgesetzt haben, weil... Ihr unterstellt ja alle Kachelmann, er wäre eigentlich schuldig und hat jetzt Glück gehabt, rausgekommen zu sein. Ja, was wäre denn aber, wenn er nicht schuldig wäre und aufgrund, weil die Medien quasi so eine Macht haben, dass wir per Volksabstimmung sagen, schuldig, nicht schuldig und alle stimmen für schuldig. Und dann stellt sich raus nach 4 Jahren, oh, ist doch unschuldig gewesen. Ja, was hätten wir denn dann gemacht, ne? Ja, dann hätten wir ein großes, langes Gesicht gemacht. Ich sag mal, es ist sowieso schon Unding, dass dieser Gerichtsprozess so lange hingezogen wurde. Ne? Ja, insofern, dieser Prozess ist hinten und vorne kein Glanzlicht für unseren Rechtsstaat gewesen und nicht jetzt im Hinsicht auf das Urteil, sondern wie er gelaufen ist. Ne? Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Frau Schwarzer muss an den ehemaligen Anwalt auch immer noch, musste so Geld bezahlen wegen, ja, Zeugenbeeinflussung oder übler Nachrede. Da sind ja mehrere Dinge gelaufen. Ne? Da stand sie plötzlich als Expertin und hat überhaupt gar keine Ahnung von nichts gehabt. Aber dadurch, dass sie ja Frau Schwarzer ist und sich mit Frauendingen auskennt, hat sie da in irgendeiner Art und Weise versucht, diesen Prozess zu beeinflussen. Das ist genauso wie dieser Spruch am Ende jetzt, so von wegen, dass unser deutsches Rechtssystem zu täterorientiert ist. Hallo? Machen wir jetzt im Zweifel gegen den Angeklagten, dann bitte nicht mehr aufregen, dass plötzlich unschuldige Leute im Knast sitzen. Und wenn wir dabei schon sind, dann können wir auch gleich wieder Kopf abfordern. Ne? Also geht's noch? Ne? Wäre das eine Frau gewesen, würde Frau Schwarzer nämlich genau andersrum sprechen. Ne? Und wenn die dann noch verurteilt worden wäre, dann würde sie sagen, ja, ist natürlich klar, dass gegen Frauenrecht gesprochen wird. Man kann sich das nicht immer aussuchen und drehen, wie man das möchte. Aber da ja jetzt bestimmte Konzerne sich... Also Medienkonzerne sich aufschwingen und quasi versuchen, das Rechtssystem zu beeinflussen. Ja bitte, wo leben wir denn? Ich war jetzt in Italien, ne, da lachen wir drüber, wenn sag ich mal, da der Medienklüngel das Rechtssystem beugt und biegt.
wollte er das hier auch haben. Plötzlich geht es um Herrn Kachelmann, plötzlich geht es um eine Vergewaltigung. Da ist im Zweifel gegen ihn angeklagt. Was soll der Quatsch denn? Das ist genauso wie dieses Freispruch zweiter Klasse. Das deutsche Rechtssystem kennt keinen Freispruch zweiter Klasse, es kennt nur Freispruch. Und eine Urteilsbegründung. Die Urteilsbegründung in diesem Fall heißt es eben, die Beweise für eine Schuld nicht ausreichen. Peng, das mag einem schmecken oder nicht. Unser Rechtssystem sagt, rauslassen. Jeder, der das Gegenteil behauptet und sagt, ja, wie kann man ihn nur rauslassen? Ja, der hat entweder gute Beweise dafür, dass er doch schuldig ist. Und dann stellt sich die Frage, warum hat er sie nicht vorgelegt beim Prozess? Und ich sag mal, wenn er keine Beweise hat, dann soll er froh sein, dass er nicht irgendwie wegen Verleumdung oder sonst irgendwas angeklagt wird, weil letztendlich was anderes ist es nicht, weil wenn ich behaupte, er ist schuldig und kann es nicht beweisen, ist genauso, wenn ich sage, du hast XY beklaut und du kennst sie nicht mal. Ne? Ist genau das Gleiche. Und wenn ich sage, ja, wie konnten sie ihn nur rauslassen, impliziert das, ich weiß, dass er schuld ist, ja, dann möchte ich das bitte beweisen können, ansonsten gebe ich genauso einen Scheiß auf unser Rechtssystem wie alle anderen auch. Wie gesagt, manche Urteile mögen einem schmecken oder nicht. Das ist genauso, wenn man es genau weiß, dass jemand rausgekommen ist, wegen einem Formfehler zum Beispiel. Ja, auch da kann man sich aufregen. Auf der anderen Seite nicht vergessen, ne? Wir leben in einem Rechtsstaat. Und noch ist es unabhängig. Ne? Noch machen hier nicht die Medienhäuser irgendwelche Gesetze. Schlimm genug, dass sie an der Erstellung oder der Änderung oft genug dran beteiligt sind, aber zumindest ihre Einhaltung überwachen die noch nicht. Mit Sicherheit ist die Wahrheit oft unbequem. Manche Urteile schmecken einem nicht, aber letztendlich garantiert es uns eine ganze Menge Freiheit. Insofern nicht in das gleiche Horn stoßen, sondern gucken, überlegen und mal ganz genau lesen, was bestimmte Leute eigentlich, sage ich mal, wollen oder was sie für eine Politik, kann man nicht sagen, aber was die für eine Intention haben. Ne? Also, oder beziehungsweise, wenn sie mal so reden, mal so reden. Wie gesagt, bei Frau Schwarzer ist es super. Ne? Wär die Situation andersrum, Täter eine Frau und würde verurteilt werden, oder wäre das Geschrei groß, jetzt ist das Opfer eine Frau, Täter wird nicht verurteilt, ist das Geschrei auch groß. Also wenn sie so redet, dann sollte sie theoretisch Beweise haben. Ansonsten würde ich ehrlich gesagt Frau Schwarzer auch mal vor einen Kadi zitieren und sagen, entweder hast du uns hier Beweise unterschlagen oder du hältst die Klappe, und wenn nicht, dann kannst du erstmal einfahren für ein paar Tage, Wochen, was weiß ich, was man für sowas kriegt. Ich sag mal, dieser Staatsanwalt ist, den muss ich auch unterstellen, der ist mediengeil. Der ist so schlimm, ich habe den ja ein paar Mal schon gesehen, im Fernsehen auch. Ich glaube, der verwechselt Staatsanwalt sein mit Politiker sein. Ich meine, wenn er so ein Showman sein will, dann soll er doch hier zu den anderen Spinnern im Bundestag gehen. Oder? Ja, schreibt ihr mal Comments dazu, zu diesem Urteil, wie ihr das aufgenommen habt, ob ihr das Problem mit dem Rechtsstaat nicht seht. Mit Sicherheit, es ist wahrscheinlich wieder unangenehm, was ich da gesagt habe, oder mir ist bewusst, dass es kontrovers ist, aber das ist vollkommen okay. Also wer da nicht meiner Meinung ist, darf das ruhig sagen. Ne, ich habe da weniger Probleme wie andere Leute. Ja, insofern, das war das Freitagsthema. Alter Falter, das wird eine ganz schöne Schnipselei. 14 Minuten Rohstream. Mal gucken, was ich da alles rausschneiden kann. Aber war mir echt ein Anliegen. So, und jetzt ist mir ein echt ein Anliegen, mal Rasen zu mähen. Die Anna ist wieder bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Was willst du denn? Unkraut jäten. So, fertig mit Gießen, beziehungsweise mit Handgießen. Der Rasen wird noch ein bisschen weiter bewässert. Gemäht haben wir auch. Ganz schön fertig. Ja, jetzt müssen wir uns noch angucken, was wir morgen unseren Freunden für einen Kuchen zum Geburtstag mitbringen, weil wir morgen schon wieder auf Tour sind. Ich glaube, ich sollte mich langsam auf Reisen und Events einsortieren. Ja, wisst ihr was? Ich weiß nicht mehr, was wir heute Abend noch machen oder nicht machen. Ich bin auf jeden Fall ganz schön kaputt und ehrlich gesagt, ich lechze gerade so nach dem Bier. Ja, nichtsdestotrotz sage ich einfach schon mal Tschüss. Wir sehen uns morgen und morgen sind wir wieder auf Tour. Erst einkaufen, Zeug machen und anschließend noch abends auf dem Geburtstag. Alles klar, bis dann.
Interessant sieht es ja aus.